Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge nach Grüße Marsch 1.3. Wir werden jetzt die Kühe düngen, wollte ich gerade sagen, Strom geben. Also fahren wir mal rein. Hoffen, dass der rote Hänger nicht so hoch ist, so wie der gelbe. Ne, der hat mehr Platz. Dann geben wir dem mal Stroh und dann nachher gleich Futter. Und mal eine Fuhre Futter hinterher. Und wenn das Stroh nicht leer werden würde, was jetzt der Fall ist, ist nicht so schlimm, dann kippen wir den Rest Lager rein. Dafür haben wir ja. Wir wollen noch die Tiere umstallen, unsere kleinen Ferkel. Wir fangen mit dem höheren Gewicht an. 6 Kilo oder so. Und den kleinen Hänger, haben wir den jetzt hier oder haben wir den jetzt am anderen Ende zu liegen? Ich glaube, den haben wir nicht jetzt hier, den kleinen Hänger. Der kleine Anhänger ist jetzt Richtung. Der einer stand da vorne, ja, das stimmt. Einer war da vorne. Den würden wir für Schweine nehmen und der andere Anhänger ist ja schon bei den anderen Stall, ne? Hätten wir auch einen Mischer gehen können, na gut, egal. Wir werden mal sehen, dass wir das schön nochmal Tiere Futter geben. Ja, dann haben wir morgen nämlich Ruhe, theoretisch. Und praktisch gesehen, naja gut. Wenn wir die Tiere immer versorgen, wenn es irgendwie machbar ist. Aber wie sieht der aus? Da so ein Mist auf dem Feld. Sieht ja böse aus. Naja, gut. Ein Feld haben wir noch. Die 12. Wir werden aber in Zukunft mit 2 fahren. Also im nächsten Jahr. Falls wir mal schlecht Wetter kriegen sollten, auch hier auf dem Marsch, dass wir dann entsprechend Reserven haben. Wir haben noch Kartoffeln und ein paar Rüben auf dem Acker, aber die sind noch nicht reif. Das dauert noch ein bisschen. Das sind die Dinge, die erst zum Schluss kommen. Die Rüben ganz spät und die Kartoffeln müsst ihr mal schauen. Passt aber genau rein, ne? Tag, Kuh. Hauptsache, sagt ihr nicht nach ein paar Prozenten, ist fertig. Naja, gut. Stehen lassen oder wegfahren? Wir können ja auch stehen lassen. Erstmal. Ich kann durch die Wand sehen. Also haben sie genug. Sind sie alle gesund? Kühe. Gesundheit. 86%. Das geht. Alle. Und Schweine. Denen geht's auch gut. Aber die müssen noch Futter haben. Aber das da ist aber hinten der Enger. Den werden wir erstmal erholen und dann vielleicht mal sehen, dass wir den LKW nehmen und dann gleich ein paar Schweine aufladen. Wir müssen unser Fahrzeug erstmal kümmern, dass die sich hier. Mich fertig.
Wollen wir mal sehen, dass wir mal die Schweine machen. So, das ist der hintere Hänger. So, ein paar Schweine, unser neuen Stall. Lange wollten wir es machen, konnten wir nicht, keine Zeit. Anfangs haben wir nicht getraut, weil wir noch so jung waren. Jetzt mittlerweile schon 2 Tage vorbei. Ja, zeitlich gesehen, 2 Tage. Im Sommer, das ist ungefähr gute 8 Wochen, 6 Wochen ungefähr. Ich schätze mal ganz grob. Sommer hat ja an sich 12 Wochen, glaube ich. So. Ja, so, Schweine. Jetzt ist es ganz interessant. Ich will ja nur die mit wenig Kilo haben. Das ist hier... Die großen, dicken will ich gar nicht haben, ne? Das soll ja ein bisschen sortiert werden. Deswegen muss ich mal ein bisschen gucken. Das sieht immer... Oh, da sind Ferkel. Da geht ein paar mehr rauf. Das sind aber große Ferkel. Das ist was für die Zukunft, sag mal so, was sie machen könnten. Wenn das mal soweit ist und Season fest im LS aufgenommen wird, von Anfang an, dann wäre das wünschenswert, dass die Tiere dem Alter entsprechend auch die Größe haben. Es muss ja nicht fließend sein, es kann ja genauso sein wie auf den Feldern mit Wachstumsstufen, dass die 4-mal entsprechend größer werden. So, da stelle ich mir so vor. Ob sie da was machen, keine Ahnung. Also das wäre das für Tiere wünschenswert. Und dass die Ställe von vornherein Wasser haben. Das ist nämlich ein Unding, dass die Ställe an sich kein Wasser haben. Dass man mit dem Wasserwagen fahren muss. Wenn die Tiere auf der Weide sind, dann ist es normal, dass die entsprechend denn ich weiß hier nicht genau. Wo ist hier Trug? Na, die Nachbarn werden sich freuen. Ja, ja. Na gut, wer in der Kläranlage wohnt, der muss sich nicht über Schweine nicht beschweren. Ja. Wie gesagt, Schweine können sehr laut sein und vor allen Dingen, die haben einen guten Geruch. So, ich muss mal gucken, wo hier die Tiere Wasser bekommen. Wo bekommt ihr Wasser? Das mit den Haaren hier. Danke. Ja, danke, Gülle. Das ist klar, logisch. Das sind ja alles hier. Muss ich mal gucken. Schweinestall. Die haben Wasserpumpe. Das ist schon mal ganz gut. Das hat schon mal geklappt. Futter geben wir gleich. Strom gibt es später. See. Und da ist mir der Puma, den ich gesucht habe. Ja, die brauchen ja nicht viel, ne? Das ist ja das mit Kuriose. Aber wie gesagt, Wasser. Weil den kann ich nur einmal umbauen, das ist das ganze Problem.
Bock haben die vorne mitten drin, das ist eigentlich korrekt. Aber zwei Silos. Gut, dann muss ich mal probieren mit dem Wasserwagen, ob das irgendwo Zeichenkomping abfüllen, und da muss ich dann auch entsprechend eigentlich den Wasserhahn hinstellen. Der Wind geht aber hier, ne? So, mit dem Dichter rangehen. Ich befürchte fast, wir bald noch einen Stall brauchen. Da sollen 90 Tiere reingehen. Tarnot hast du hier? Keine Ahnung. Unsere jungen Schweine. Die Wolken auch so dunkel geworden. So, den nächsten. Jetzt aber mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Okay. Aber die wollte ich nicht dahin haben. 22, das heißt, jetzt haben wir jetzt 44. Dann können wir noch Minutenzahl erfahren und den Rest. Und wenn die jetzt, jetzt haben wir Sommer. Sommer haben wir jetzt Ende mehr oder weniger, jetzt kommt der Herbst und der Winter, und zum nächsten Sommerbeginn müssten die eigentlich das Gewicht erreicht haben, das maximale Alter, und dann gehen die zum Schlachthof. Dann muss ich irgendwo näher das Geld herbekommen für den Schlachthof. So. Jetzt haben die erstmal Futter, für brauchen wir nicht gleich normal füttern. Und Wasser haben sie eigentlich auch. Ja, unsere Rüben. Ich dachte anfangs, oh, die Schweine brauchen Rüben. Obwohl die Zuckerrüben überhaupt nicht mögen. Viel zu hart. Aber Zuckerrüben so roh geben, das kannst du vergessen. Die kriegst du nicht gebissen, du. Aber gut, nachher, wenn wir uns eine Zuckerfabrik hätten, die Rübenschnitzel an sich, das würden die schon fressen. Das ist ja im Prinzip vorgekocht, ne? Das ist ja sozusagen der Abfall von den. Ja, also im Prinzip hast du hier die Richtung. Der ist leer. Wenn sie im Prinzip Zucker herstellen, dann wird ja alles zerkleinert, vorher gewaschen und gereinigt, und dann werden sie zerkleinert. Und das Zerkleinerte, was sie halt durchkochen, um den Zucker rauszulösen, das wird ja nachher. Der Restprinzip hier, die Masse wird ja im Prinzip als Futter weitergegeben, theoretisch. Weil ist ja im Prinzip noch hochwertiges Futter, das ist ja noch nicht alles Zucker raus, ne? Also Kohlenhydrate haben sie mehr als genug. So schnell gefahren. Das ist ja bei den LKW immer der Nachteil. So, jetzt noch eins, zwei noch. Schaffen wir heute nicht mehr. Aber einen machen wir jetzt. Einen machen wir noch. Genau, jetzt muss ich hier aufpassen,
dass ich nicht die älteren Tiere rüberschiebe. So, eins, da wollte ich zählen. Das sind die sogenannten Zuchtsauen. Die behalte ich auch, bis die entsprechend wegsterben. Und 0,1 Grunde ist halt egal normalerweise. 0,1, ja, auch 13 Kilo. Also gut, die kann man gut nehmen. Muss ich halt oben anfangen. 12 Kilogramm, das sind immer ganz kleine Tiere. Ach so, weiblich. Gott sei Dank. Eber müssen auch kastriert werden, das wisst ihr, ne? Ich glaube, heute werden sie noch betäubt, aber früher haben sie das ohne gemacht. Er fand, also das findet der Bauer nicht so dramatisch, er kennt das nicht anders. Ob es den Tieren Schmerzen bereitet, sicherlich, aber... Aber das Fleisch von Ebern soll nicht so gut schmecken. In Anführungszeichen. Deswegen wird das entsprechend, die Tiere leiden nach der Geburt, mehr oder weniger kastriert. Macht aber ein Tierarzt. Ich hab's mal im Fernsehen gesehen, das war im Grunde kurz und schmerzlos, in Anführungszeichen. Und Küken werden ja eh komplett aussortiert, ne? Also Hähne will man nicht haben. Die Hähne sind im Prinzip, ja, sagen wir nicht gruppenfähig, sagen wir so. Viele sagen sie, oh, die armen Tiere. Ja, sicherlich. Nur ist das so, wenn du zwei Hähne im Hof hast und die erreichen das geschlechtsreife Alter, auf gut Deutsch, die bringen sie um. Wenn die sich nicht ausweichen können, also Platz nicht vorhanden ist, dann bringen die sie um. So sind halt Hähne, und je nach Rasse ist es besonders extrem. Bei Hühnern ist das, die sind eigentlich friedlich, in Anführungszeichen, die tun sich eigentlich nichts. Aber Hähne sind extrem, da die, ja, heu wollen wir keins haben, aber wir können mal durchfahren. Sehe ich jetzt was? Und deswegen werden die Hähne aussortiert. Und zweitens, da die Hähne sehr aktiv sind, nehmen die auch langsamer an Gewicht zu. Aber uns zu Hause früher, die Küken, die wir aufgezogen haben, die wurden nicht getötet, die wurden ganz normal aufgezogen und rechtzeitig geschlachtet. Und nur die Tiere, die dann bleiben sollten, zur Zucht, beziehungsweise, ja, zur Zucht kann man sagen, die hat man gelassen. Ansonsten auf dem Hof maximal zwei Hähne. Im Stall, im Dunkeln ist es egal, die können nicht gucken, die Tiere, die sind so ein bisschen blind. Aber wie gesagt, wenn der Hof zu klein ist, die bringen sich um. Und die Tiere heute gehalten werden im großen Stall, wo sie dicht an dicht stehen und wo sie nicht ausweichen können, die bringen ja Unruhe rein in den ganzen. Und dann
vertun sich alle Verletzten mehr oder weniger. Deswegen werden die früh aussortiert. Klingt brutal, aber das ist die Logik dahinter, ne? Hätte sie früher sich auf dem Bauernhof zu Zeiten, wo sie nichts zu beißen hatten, hätte sich keiner gemacht. Also die Massenproduktion an Hühnern gab es ja so in dem Sinne nicht. Glaube ich was nicht. So. Mal gucken, 90 Tiere gehen rein. So. Alt S 84, also noch 6 Tiere noch. Sechs Tiere. Jo, Schweine werden sich schon. So. Ich glaube, ich kann vorne ein Wasser abkippen. Also glaube ich, weiß ich nicht genau. So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Mir leicht überzogen, aber macht nichts. Nicht so tragisch. Dann seid mal Tschüss und Winke Winke. Ciao, ciao. Und hört und sieht sich zur nächsten Folge wieder. Tschüss. Oder auch nicht, je nachdem, wie lustig ihr habt, ne?